Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar ist es diesmal wieder die Kategorie, ich zeige euch meine Bastelsachen. Und heute sind meine 3D-Pens dran, Glitter-Drops und natürlich die Novo-Drops, die ich besitze. Und wenn euch das interessiert, was ich da so habe, dann bleibt einfach dran. Nach dem Intro geht's gleich weiter. So, dann wollen wir mal gleich loslegen. Und zwar habe ich hier vom Action, sind die ja, ne, die kennt ihr alle, diese 3D-Pens. Als Drops eher ungeeignet. Da habe ich sie wirklich alle durchprobiert, war ich nicht so begeistert von. Und ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch gut sind. Wenn ich ehrlich bin, ich schüttel mal kurz. Ja doch, die Blasen gehen weg, also geht's noch. Ist es noch flüssig? Wie ihr gerade gesehen habt, dass die hier so Blasen werfen. Fand ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Ja, die habe ich jetzt direkt also mal ausprobiert. War ich nicht so begeistert von. Aber viele nutzen die als Hintergrundgestaltung. Was demnächst auch noch so ein Projekt von mir wird. Hier seht ihr die Farbe. Man bräuchte jetzt nicht alles rauspacken. So ein Projekt von mir wird da so Hintergründe versuchen zu gestalten. Bitte sprechen Sie langsam. Genau. Aber ich denke mal, die werden nicht anders sein wie dieser Pearl Glue und Glitter Glue vom Action hier. Da habe ich ja diese zwei Pakete. Und mit dem bin ich, also was die Drops angeht, kommt nichts an die Novo Drops ran. Allerdings muss ich auch über Novo Drops meckern bei Druck. Selbst wenn sie ausgetrocknet, vollständig ausgetrocknet sind, wenn die Druck kriegen, werden die auch platt, die Novos. Bin ich enttäuscht von, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich doof. Aber gut, jeden seine eigene Meinung, weil wenn ich jetzt eine Karte mache und die mit der Post wegschicke, da liegt eine Masse drauf und dann kommt das Blatt da an und sieht gar nicht mehr so aus, wie ich das gewerkelt habe. Und das fände ich dann schon schade. Aber jetzt zurückzukommen zu denen hier erstmal. Die sind super geeignet für mit Stencils zu arbeiten, wie ihr das hier auf dieser ETC-Karte sehen könnt. Ich habe auch schon mehr damit gemacht, also die Farben durchprobiert. Ja, also ich bin damit sehr zufrieden. Die lassen sich hierfür halt gut verarbeiten. Es klebt, wenn es ausgetrocknet ist, nicht mehr. Was bei denen hier, glaube ich, anders ist. Die kleben leicht noch. Aber ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, ob das die hier waren. Ich hatte auch mal so einen Perl-Pen-Stift. Ich weiß gar nicht, wo der hin ist, ob ich den entsorgt habe. Ich war überhaupt nicht begeistert davon. Naja, und jedenfalls hier auf dieser ATC-Karte sieht man das dann halt mit diesem Glitzer-Glue. Und ja, also für Stencils so macht sich das echt super. Da bin ich zufrieden mit. Finde ich toll. Ja, hier mal so. Ja, dafür kann man die nehmen. Und ich denke mal, weil die Konsistenz sehr ähnlich ist, dass man das auch dafür nehmen kann. Das muss ich demnächst noch ausprobieren, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe. Die liebe Zeit, ne? Ihr kennt das Spiel. Ist ja immer so ein Faktor. Oh, geht das zu? Geht nicht zu. Doch, jetzt. So. Genau. So, und dann fangen wir einfach an mit den Nuvo Drops, die ich habe. Es sind ja verschiedene Kategorien. Gibt es ja da Vintage, dann die Crystals, die Juwelier, die Glitter, Glow in the Dark und ja. Und dann die Crystal Drops, genau. Und dann fange ich einfach mal an mit denen, wo ich nicht. Da habe ich nur einen. Und das ist der Glow Drops. Der leuchtet im Dunkeln. Den erkennt ihr daran, dass der Glitzerstein, der eigentlich immer silbernd ist, bei diesen schwarz ist. Die leuchten im Dunkeln und die leuchten wirklich schön im Dunkeln. Da kann man nichts sagen. Gefällt mir sehr. Da möchte ich natürlich, wie es immer so ist, alle Farben noch von haben. Aber bis jetzt war immer bloß das Gelb lieferbar. Und da habe ich mir einmal das Gelb gekauft. So, dann habe ich meine Nuvo in Vintage. Da habe ich einmal diese zwei Grüntöne. Die finde ich auch sehr schön, weil die matt
austrocknen. Ne? Die glänzen nicht wie die anderen. Und hier einmal ein ja, Fliederton, würde ich sagen, und einmal ein Gelbton. Ja, das sind die. Wie gesagt, da die ja auch nicht so billig sind, diese Nubo-Drops, immer mal so nach und nach ein paar mit, je nachdem, wo ich gerade was bestelle. Und dann darf da auch mal Nubo-Drop einziehen. Dann habe ich diesen blauen Ton hier. Das Ocean. Dann hier den, den finde ich auch total gut. Schön, das ist, glaube ich, Buttermilch. Ja, Buttermilk. Den finde ich total schön. Selbst in Kombination sieht es ganz nice aus, sehe ich gerade. So. Dann einen lilanen. Ich schalte euch mal die Namen noch so rein. Na, Fokus. Wenn ich es nicht vergesse, halte ich euch die Namen rein, weil das ist ja dann doch. Dann so ein richtig schönes, knalliges Pink. Das ist Red Berry, das kann ich euch sagen. Das kann ich mal aussprechen. So, dann hier ein dunkles Blau. Meine Güte, was ist mit dem Fokus heute los hier? So, dann habe ich die Juwelier Drops. Ich glaube, da habe ich vier, fünf. Ja, ich fünf von. Einmal hier dieses, ich nenne es jetzt einfach Eisblau. Heißt nicht Eisblau. Ja, dieses. Dann dieses. Ja, das ist Plastik so dick, also hier. Ich weiß auch gar nicht, ob die Farben so schön rüberkommen, wie sie eigentlich sind. Da steht's. Sorry. Das wird jetzt jedes Mal das. Naja. Verzeiht mir. Ich zeige euch einfach die Farben. Mein Gott. Die Namen. Sollte irgendjemand Fragen haben, dann kann ich da separat nachgucken. Dann müsst ihr mir Minute, Sekunde angeben und dann gucke ich halt, welche Farbe das war. Irgendwie spielt halt aber auch nicht so. Dann habe ich hier die ganz normalen, die Crystal Drops nochmal. Ja, es steht überall woanders. Es steht einmal da, es steht dann da. Da stand dann nur, dass sie transparent austrocknen. Also mit ein bisschen Farbe. Kann man das nicht gleich. Ja. Einheitlich machen. Ist doch alles dieselbe Marke. Naja. Dann hier so ein Pearl. Rosa. Halt. Irgendwie habe ich das heute ständig aus der Kamera rausgeholt. Schon so ein Goldton. Dann hier das Quecksilber. Dann so Metallic Blau. So ein schönes Mint-Lint-Grün, wie auch immer, in Metallic. Ja. So, und jetzt kommen die Glitzer. Nee, erstmal noch eins down. Mag ich gar nicht. Bin ich überhaupt nicht mit zufrieden, weil ich weiß nicht, ob man sieht. Es hat eine Mega-Öffnung da. Ja, es kommt so ein riesen Flatsch da gleich raus. Finde ich voll blöd. Und hier ist mal die Öffnung zum Vergleich. Ja, von dem normalen Nuvus. Also, nö. Gefällt mir gar nicht, diese Stones. Hatte ich zum Glück bloß einen bestellt und ja. Die Farbe ist schön, kann man nicht meckern. Ja, aber ist nicht so meins. So, ich habe hier verschiedene rosa Töne, wie ihr sehen könnt. Die sehen aber alle anders aus. Ja. Sieht man das in der Kamera, dass das oh, ne, so ein bisschen, dass sie unterschiedlich sind, ja. Halt. Jetzt hat er mal den Fokus und ich halte es auch noch verkehrt rum rein. So, dieser. Und wie ihr seht, das Glitzer setzt sich ab. Die muss man dann gut durchschütteln und dann funktioniert das auch wieder ganz super toll. Also, da war ich gar keine Probleme mit. Ich benutze die. Ja, hier, ne? Ich habe gestempelt. Man sieht, unkoloriert. Also, meine Hände sehen schlimm aus. Dann hier. Diesen. Jo, den einen blauen. So ein richtig schönes Blau Lagoon, ja, Blue Lagoon.
Den nehme ich auch sehr, sehr gerne. Das ist hier so ein bunter Color-Mix. Sieht so ein bisschen grau aus, aber ich denke mal, ein bisschen kann man es sehen. Also dieses Glitzer da drin ist Holo, es ist regenbogenfarben. Das ist einfach wunderschön. Das heißt Night Sky. Jo. Dann hier weiß transparent mit Holo-Glitzer. Dann hier so ein ja, Orange-Kupferton-Glitter. Es ist, also das Glitzer da drin. Dann Grün. Ja, Grün darf nicht fehlen. Gold. Und dann drei Lilatöne. Es sind auch unterschiedliche. Ja, es ist nicht dasselbe. Ich zeige es euch auch. Also bei dem sieht man es ja. Das ist der. Also der ist auch wunderschön, wie ich finde. Und dann haben wir diesen lila Ton. Und diesen lila Ton. Ich finde, die sehen sich schon sehr, sehr ähnlich hier. Diese beiden, ne? Also da ist kaum so ein Unterschied. Na doch, in der Kamera sieht man einen Unterschied. Aber so jetzt hier bei meinem Licht, ist es schwer zu erkennen. So, und zu guter Letzt ein gelben. Boah. Yellow. Jo, das sind meine Glitter und 3D-Drops gewesen und meine Nuvus. Wenn euch dieses kleine chaotische Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Jo, und bis dahin, bleibt schön gesund. Ich drück euch. Tschüssi.